Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als ich gesagt habe, wir machen jetzt ganz schnell noch Level 13 bei Cloud und Level 11 bei Alice. Eris, genau, Eris. Wir können hier tatsächlich den Limiter nicht einsetzen von ihr. Deswegen wäre es ganz gut, wenn ich einfach abwehre stattdessen. Weil ich will den tatsächlich nicht verschwenden. Blitz noch mal auf. Abwehren einfach noch mal. Blitz noch mal. Abwehr. Ich konnte zweimal angreifen, das ist auch unfair, finde ich gerade, aber hey. So, jetzt sollte er aber erledigt sein. Ja. Gut, gut, das haben wir doch gut hingekriegt. Achso, übrigens, zu dem Thema nochmal mit denen, dass ich alle Final Fantasy Spiele spielen werde. Das ein oder andere werde ich auch über die PlayStation spielen und oder über die Nintendo Switch. Deswegen da schon mal ein kleiner Vorab, ja, Info, ne? So, 44, 200 Gil, sehr schön. Also nur so als Info, ne, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Und euch nicht wundert. Ne? Aber den Großteil werde ich höchstwahrscheinlich über Steam machen. Nur ein kleiner Bruchteil wird dann, ja, über die Konsolen laufen. Zauber Blitz. Ja, wir machen noch mal ganz kurz Abwehr. Aber tatsächlich finde ich das besser, wenn ich mir gerade mal den Limiter von ihr aufbewahre für einen Moment, der wichtig sein könnte. Es hört sich blöd an, ich weiß, aber ja. So, wobei, da war ja kaum Schaden. Da wiederum schon mehr. Und da habe ich auch ordentlich was auf den Limiter gekriegt. Abwehren. Wobei, jetzt könnte tatsächlich gut sein. Das heißt, Zauber Blitz und Limiter heilender Wind. Wenn noch relevant. Ja, ist noch relevant, deswegen geht der heilende Wind auch durch. Sind also wieder fast komplett voll. Ne, wir sind komplett voll, geil. Und, ne, wir machen Querhieb. Der muss richtig leiden, der Gegner. Gut. Beide Limiter-Leichen sind wieder leer, leider somit. Aber wir haben wieder, ja, die Möglichkeit, zurückzugehen. Ah, jetzt bin ich falsch gelatscht. Das könnte jetzt wieder zum Verhängnis werden, wenn wir gleich schon wieder auf Gegner stoßen. Nein. Ja, doch. Und dann noch auf der Treppe direkt. Okay, Angriff von beiden Seiten. Das könnte jetzt wieder zum Verhängnis werden, nämlich. Das ist das, was ich meinte. Zauber, Blitz. Nein! Nein! Objekt! Dank! Heilen! Das war dumm! Ich wollte den hinten treffen, aber dann... Aha, durch zu schnelle Anvisieren. Na gut, aber da seht ihr mal, dass es halt auch hart unnötig ist, dass man seinen eigenen... Leute angreifen kann. So, jetzt bitte den erstmal. Danke. Ah, ärgerlich. Das nur, weil ich, ne, den falschen anvisiert habe. Aber der Limiter ist dadurch ordentlich vollgegangen. Gut, keine Art und Weise, wie man sagt, okay, man füllt Limiter auf. Aber sollte man sich merken, dass man so den Limiter auch fix aufladen kann. Trotzdem werde ich jetzt eben gleich mal schnell mich heilen gehen. 72. Okay. Hoppla. Da blitze ich einfach ein meiner Mitglieder.
Ach ja. Grinden wir hier wirklich jetzt ein bisschen, ne? Aber Moment mal. Welches Level haben wir eigentlich gerade? Zwölf, zehn. Beide sind fast schon vor Level Up, also. Ja, 13, 11. Ich komme. Und erscheine. Das heißt, das sind jetzt noch, wenn wir jetzt von 44 EP ausgehen, 10 Kämpfe. Warte, wie viel war das jetzt? Genau, hier Werte. Nächstes Level in 400, in 521, ja, 10 Kämpfe pauschal ist schon gut ausgewählt. Wieder auf einer Seite. Ja, dann machen wir wieder so, dass die Limiter schnell voll gehen. Einfach nur mal normale Angriffe. Limiter ist voll. Zauberblitz. Cloud Limiter ist auch voll. Oder ich gerade heilenden Wind eingesetzt habe. Okay. Toll, toll. Dann haben wir jetzt nochmal XP gekriegt. Oder EP. Ja, EXP tatsächlich. So, 44 EP, wie ich mir das gedacht hatte. Was hat sich erhöht? Das konnte ich gar nicht sehen. Naja, auf jeden Fall haben wir nochmal ordentlich Geld gekriegt. Sauber. Nichts. Werte. Ich weiß nicht, was sich erhöht hat. Egal, wir machen einfach weiter. Das kommt aber wahrscheinlich auch von zu schnellen Klick meinerseits. Oh Gott, beidseitiger Angriff wieder. Ja. Gilt also wieder zu hoffen, dass das jetzt keine schlechte Entscheidung war. Limiter. Göttersiegel. Ich glaube, das ist, na, sag mal schnell. Das, womit man wiederbeleben kann, glaube ich. Muss ich gleich nochmal gucken. Ich vermute jetzt einfach mal auf Göttersiegel, dass das sein könnte. Aber gut, dass der Limiter gerade so schnell voll war bei beiden. Aber jetzt gehen wir dann wirklich fix nochmal zurück. Und holen uns noch mal ein paar Heiltränke, weil die kann ich dann immer ganz gut zwischendurch auch einsetzen. Und schon auch so ein wenig die Möglichkeiten. Hier Limit bei ihr. Prüfen. Versetzt alle Gegner in Schweigen. Querstrich Stopp. Okay. Alle Gegner, ne? Den probiere ich dann beim nächsten Mal direkt aus, würde ich sagen, wenn der Limiter wieder voll ist.
Ich riskiere es doch nochmal. Ich meine, wir sind noch gut dabei. Ja, hier können wir sowieso ganz fix einfach den Angriffsmodus durchhämmern. Können aber auch einfach mal ein bisschen taktiken wieder. Weil, wie gesagt, umso mehr raus sind, umso weniger Schaden fresse ich natürlich auch. Und umso schneller geht der ganze Spaß auch. Cloud Limiter ist voll. Wir machen trotzdem mit dem Zauber nochmal basische Sachen. So, und dann heilen wir uns kurz mit Tränken, holen uns dann später nochmal Tränke. Ne? 96 EP. Wir sind Level aufgestiegen. Und wir haben nochmal massig Gil gekriegt. So. Dann Objekt, Trank. Da müssen wir dann nochmal ordentlich Tränke holen. Dann begeben wir uns Richtung Stadt. Kriegen aber tatsächlich nochmal einen Kampf geschenkt. Wieder der Dreierkampf. Angriff von beiden Seiten. Gut, dass ich nochmal geheilt habe. Das heißt, ich bin diesmal nicht so unvorbereitet wie beim vorigen Mal. Und ich überlebe es auch etwas länger, mit anderen Worten. So. Gut, gut. Dann, wie gesagt, jetzt zurück. Items holen. Kurz heilen. Nochmal ordentlich Gil reinbekommen, sowieso. Dafür. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt 12 Minuten. Ey, das macht richtig Laune, das Game. Ich habe mich, glaube ich, immer ein bisschen von den Grafiken auch abschrecken lassen. Warte mal, hier ist der ganze Spaß. Huch! Warum sagst du? Ja, ja, komm. Kaufen. Trank. Ach, dann haben wir wieder 10. Dann machen wir nochmal ein Nickerchen. Und ich glaube, ich werde übrigens jetzt nur noch auf den ersten Speicherstand speichern. Also auf den ersten Speicherslot. Aber es ist gut zu wissen, dass man wenigstens bis zu 10 Slots hat. Oder was war das? 15 Slots, ne? Pro Speicherplatz. Ne? Hat man ja auch nicht überlassen. Ja, hier 10 Spielstände, ne? Und ja. Dann speichere ich lieber ständig auf den ersten als auf einen anderen. Okay. Somit holen wir uns jetzt dann doch nochmal 2 Level vielleicht. Ne, ich mache nur noch ein Level. Weil wir haben ja jetzt gerade Level 12 bei Cloud, das ist gleich Level 13. Und bei ihr Level 12 ist noch etwas entfernter. Auf die richtigen Tasten sollte ich auch drücken. Und ich will allerdings nur noch mal den Angriff kurz sehen, den Gottessegen, ne? Weswegen ich überhaupt den Limiter bei ihr noch voll kriegen möchte und kurz auslesen möchte. So, ein Standardkampf, das ist das Haus hier. Angriff, Zauber, Blitz. Angriff. Ring, ring.
Zauber, Blitz. Dein Limiter ist voll. Könnte schon zu Ende sein, wir mit dem Kampf gegen dem Haus hier. Ja, 388 machen wir einfach inzwischen damit. Ist eigentlich ganz gut sogar fast, wenn ich mal so überlege. Nochmal ordentlich Skill reingekriegt. Aber ich glaube, warte mal, haben wir auch ordentlich reingebuttert gekriegt, ne? Ja. Eintrank können wir mal ganz kurz geben. Damit Cloud nicht gleich die Fliege macht, wenn ich mit ihr da den göttlichen Segen ausprobiere. Oder ausprobieren will. Genau. Das ist wieder Standard-Vierer-Kampf. Man merkt das dann doch so langsam durch den Kamerawinkel, was für Kämpfe auf einen warten. So, Göttersiegel. So heißt das Ganze. Ja, Siegel macht ja Sinn. Es versiegelt quasi. Sehr schön. Sie können sich quasi nicht absprechen, auch wenn sie bestimmt nicht sprechen können. Wie lange das anhält, ist natürlich eine andere Frage. Aber es sieht bis jetzt eigentlich ganz cool aus. Deswegen warte ich mal ganz kurz mit Cloud. Nö, das hält schon ordentlich lange. Also, wenn man das im Fall der Fälle braucht, dann sollte man das schon mal ready to slurp haben. Auf jeden Fall. Die sind halt wirklich wie eingefroren dann, die Gegner. Nachteil, wir können so lange auch kein Limiter auffüllen, weil ihr seht, die Angriffe vom Gegner füllen unsere Limitleiste auf. Wenn keine Gegnerangriffe kommen, keine Limitleiste. So, 96 EP, noch ein, nee, noch zwei Kämpfe, dann haben wir Cloud nochmal ein Level höher. Machen wir natürlich dann, wenn schon, denn schon. Ich meine, wir haben jetzt gerade kaum Schaden gefressen. Das heißt, das ist vertretbar. Das ohne Vertreter. Ah, okay. Okay, okay, das war ein schlechter Witz. So. Zauberblitz. Normaler Angriff. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen natürlich Schaden fressen, um halt einigermaßen Limiter aufzufüllen. Was wieder irgendwie widersprüchlich ist, aber ihr seht ja, es macht ja sogar Sinn. Leider. Leider, leider, leider. Er ist aus dem Spiel genommen, das Haus. Somit können wir wieder zurückgehen, uns kurz heilen lassen und aufladen lassen. Das sind ja nur 10 Gil, die wir ausgeben. Und ja, mit dem nächsten Kampf würden wir aber auch schon wieder aufleveln. Aber wir sind jetzt schon auf 7000 etwas Gil. Wie sich die ganze Zeit in der Musik anhört, wie so ein hupendes Auto im Hintergrund, ne? Naja. Aber die Musik habe ich auch auf relativ leise, falls ihr euch erinnert. Ball wegen nicht so wichtig, ne? Das habe ich kurz mal losgelassen. So. Bestimmt gibt es Wege und Möglichkeiten, dass der Limit noch schneller auflädt. Ich kenne mich allerdings noch nicht so gut aus, ne? Ja, wir kommen doch jederzeit wieder, merken Sie doch. Wir machen Ihre Tasche voll, während wir unsere leer machen, so ungefähr. Na. Wie oft sind wir jetzt schon bei der 10-mal, 11-mal? Das heißt, sie hat jetzt schon mit uns 110 verdient. Überlegt mal, Menge macht's. Na. So, Cloud kriegt jetzt noch ein Level. Das ist wieder der normale Viererkampf. Ja, und diesmal kämpfen wir einfach durchgängig.
füllt sich aber auch der Limiter extrem flott auf. Sodele. Gut. Levelaufstieg. Ordentlich Gil nochmal rauf. Wir können nochmal gerade einen Trank einwerfen. Und dann, ja, machen wir mal weiter. Wobei, wie schaut's aus? 13, 11. Ja, komm, dann, ne, machen wir erstmal uns auf dem Weg weiter. Wir haben ja jetzt genügend gegrindet. Was wir nochmal machen können, wir können kurz nochmal zwischenspeichern, weil jetzt ist ja eigentlich so ein guter Punkt erreicht wieder. Ja, ich weiß. So, Level 13. Und weiter geht der Spaß. Es ist ein bisschen früh fürs Essen. Komm später wieder. Okay. Ja, dann gehen wir mal weiter. Wie gesagt, wir suchen ja nach Tiefer, ne? Oh Gott, das, wenn ich jetzt sind schon wieder so viele Orte. Mal sehen, was ist das hier? Eine Kampfarena. Hoffentlich, also so ein Trainingscenter. Bleib doch hier. Trainier mit uns. Bleib doch hier. Trainier mit uns. Nö, nö. Gut. Also ist nur so ein Fitnessstudio, sag ich mal so. Gut, hier ist nochmal ein Inn. Was ist das? Das ist nochmal so eine Kantine. Oder sowas ähnliches. Und an sich ist hier aber gefühlt nichts. Da können wir auch nicht raus. Ja gut, dann können wir eigentlich auch wieder raus hier. Vielleicht später noch wichtig. Hier ist auf jeden Fall ein Waffengeschäft. Das sieht man daran an ganz. Genau, kaufen. Das würde ihr mehr Angriff bringen. Verteidigung würde gleich bleiben. 370 Gil. Ja, nehmen wir auf jeden Fall. Metallfaust. Titanreifen. Methylarmband, okay. Metallfaust nehmen wir auf jeden Fall für sie mit. Sturmgewehr ist dasselbe. Titanreifen brauche ich. Warte mal. 18, 18. Nehme ich einfach gleich viermal. So. Dann rüste ich das auch direkt aus. So. Ja. Dann verkaufe ich nochmal Objekte, Titanreifen und Schutzstab. Damit man halt nicht so viel Firlefanz im Inventar hat. Ach ja, und Eisenreifen auch. Genau. Willst du was? Ich möchte keinen Klagen darüber hören, wie die Sachen aussehen. Ja, okay. Dann gehen wir mal raus. Aber wir haben ja jetzt dann ja schon mal die nächsten Upgrades schon mal ready. Bevor es eigentlich relevant wird. Mal gucken. Also schauen wir immer ins zwielichtige Viertel, denke ich mal. Das ist Don Corinos Anwesen. Der ist ein großes Tier hier.
in Wall Market. Hör zu, der Don ist nicht an Männern interessiert, also verschwinde. Oh Gott, ich ahne was. Oh Gott. Ich muss an einen Trailer aus dem Remaster Remake denken. Uff, uff, uff. Warum bloß? Warum bloß muss ich daran denken? Okay, mal sehen. Hier irgendwo. Ah, vermutlich müssen wir wirklich tatsächlich irgendwie. Wobei, ich glaube, es gab hier noch irgendwo einen weiteren Weg. Was war hier? Ah ja. Willkommen, bitte lasst euch Zeit. Oh, ist ärgerlich jetzt gerade. Item. Können wir hier jetzt inzwischen was machen vielleicht? Beep, beep. Kaputt. Ah, ärgerlich gerade. Jetzt habe ich echt keinen Plan, was ich. Ah, Moment, hier, genau, hier war noch ein weiter Weg, genau. Genau! Mehr oder minder. So. Selbst Loser wie du können hier den Traum ihres Lebens erfüllen. Kennst du ein. Ne, tiefer, dieser Ort interessiert mich nicht. Auch eine Freundin. Kennst du eine tiefer? Hä? Du bist aber schnell. Tiefer ist unser neuestes Mädchen. Leider führt sie aber gerade ein Gespräch. Hier im Gasthaus zur Honigbiene werden die neuen Mädchen erstmal zu Don Cornelius Villa gebracht. Don Cornelius ist ein berühmter Amateur, jetzt will er sich langsam niederlassen und sucht nach einer Braut. Das ist ganz schlecht. Das kriege ich da wieder. Nee, keine Chance. Lass gut sein. Es klappt einfach nicht. Wir sind zu verschieden, um mein knappes Gehalt. Das funktioniert einfach nicht. Komm ich hier irgendwo anders lang? Das Gästehaus zur Honigbiene ist ein Privatclub. Es werden nur Mitglieder eingelassen. Mann, soll ich reingehen oder nicht? Sowas macht mich völlig irre. Bin ich blöd? Hä? Bist du nicht? Was heißt das? Du willst auch. Ja, ich auch. Beleidige mich nicht. Du darfst Tiefers Kindheitsfreund. Du bist Tiefers Kindheitsfreund? Und du bringst eine neue Freundin an so einen Ort? Was bist denn du für ein Mensch? Beleidige mich nicht. Was ich auch. Ich habe lange gebraucht, um mich zu entschließen. Meine Erinnerung an Midgar, weißt du, aber der Typ da drüben jagt mir irgendwie Angst ein. Was zum Teufel, du? Das ist kein Show, ich bin beschäftigt. Pass auf, sonst gibt's gleich Ärger. Lebensfüllen. Andere Typen. Ich mich nicht. Scheint ihm zu gefallen. Schön für dich. Nee, kann schon. Ja, okay, das hatten wir alle schon. So kommen wir auf jeden Fall noch nicht weiter, würde ich sagen. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Weswegen denn? Ich mag es nicht aussprechen. Es ist der Laden dort unten auf der rechten Seite. Ah. Okay. Kann nicht entscheiden. Okay, das bringt mich nicht. Okay, was? Hey, ihr zwei, wollt ihr?
Ja, okay, bringt trotzdem nichts. Hey Junge, du hast da aber ein hübsches Mädel. Bring sie dem Don und du machst ein Vermögen. Sind Katzen nicht großartig? Diese hier ist etwas groß. Ah, okay, das bringt mich hier nicht weiter. Huch. Warum läuft da nichts? Okay. Können wir hier irgendwas kaufen? Ich hole mal Augentropfen. Hält. Nö. Ah, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Irgendwie müssen wir doch da reinkommen können. Ich speichere auf jeden Fall mal wieder, weil ich mit vielen schon gesprochen habe und ich das quasi auch schon wieder ansehe als etwas erledigt. Was ist denn hier mit? Ach so. Nee, das war der falsche Ort. Ich glaube, hier war das, ne? Oder auch nicht, oder auch doch. Wir haben schon geschlossen. Gut, dann ist das wohl doch nicht. Ja, okay. Das ist so ärgerlich, wenn man halt sich einen Arsch absucht hier. Aber gut, hier komme ich auf jeden Fall nirgends rein. Oh Leute, ich muss mal ganz kurz aber einen Break machen. Es geht in die nächste Folge. Von daher würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal wieder recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Staus, haut rein und ciao, tschüss.